Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Fußballmanager 17 mit Liverpool. Letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Und zwar werden wir uns diese Folge hier nochmal mit der Jugend befassen. Und zwar müssen wir hier noch die Mentoren zuweisen. So. Torwart. Da holen wir Karius. So. Gehen wir hier auf weiter. Linker Verteidiger. Na, wo haben wir denn hier einen? Moreno. Dann haben wir hier einen Innenverteidiger. Klammern. Lovren. Wo ist denn hier Matip? Hier. Matip. So. Hier haben wir noch einen Innenverteidiger. Da holen wir dann Lovren. Nächster. Hier haben wir einen rechten Verteidiger. Klein. Nächster Spieler. Defensives Mittelfeld. Da holen wir Can. Dann haben wir hier noch einen defensiven. Da holen wir dann den anderen hier. Henderson, genau. ZM. Könnten wir eigentlich Coutinho nehmen. Zwar noch sehr lange verletzt. Sturm. Da holen wir mal hier Firmino. Dann haben wir rechts außen. Da holen wir natürlich Salah. Nächster Spieler. Sturm. Da holen wir dann Sturridge. Torwart. Holen wir den hier. Rechter Verteidiger. Mit denen hier noch ein rechter Verteidiger, so da holen wir hier linker Verteidiger schon hier. Jones haben wir noch einen linken Verteidiger. Mal gucken, ob wir dann noch einen haben. Ja, hier Robertson. Und noch einen linken Verteidiger. Jetzt ist natürlich eng. Ja. Eins verfehlt. Hier holen wir einfach einen Innenverteidiger. ZM. Da können wir den hier holen. Noch einen Torwart. Wo haben wir hier denn? So, jetzt gucken wir hier noch gerade noch den Schulnoten, weil. So ist ja gut, aber es gibt auch welche, wo nicht so toll sind. Zum Beispiel hier durchschnittlich. Gehen wir auf Privatlehrer anstellen. Großartig, durchschnittlich wieder. Ich glaube, das war's schon. Ja. So, jetzt gucken wir mal gerade hier, wer der stärkste Spieler ist, weil die möchte ich gerne, dass die mit der ersten Mannschaft mittrainieren. So, hier der zum Beispiel. Und hier der. Der darf auch mit der ersten Mannschaft trainieren. So,
So, das war dann schon mal die A-Jugend. Dann gehen wir hier in die B-Jugend. Vorhin habe ich vergessen, hier das einzustellen, also hier beste Position. Weil dann kommt ja hier natürlich alles, was ich habe auf diesen Positionen. So, gucken, ob ich hier überhaupt noch die voll bekomme mit Mentoren. Hier haben wir noch ein Torwart. Gehen wir mal weiter runter hier. McNowlett. Liga Verteidiger. Ich glaube, da wird es jetzt eng. Aber da kann man auch einen rechten holen. Na, hier haben wir doch noch einen. Nein. Eins unten drunter. So. So, einen Innenverteidiger. Da haben wir hier den. Noch einen Innenverteidiger. Wollen wir hier klappern. Noch ein Innenverteidiger. Da holen wir hier den. Ein rechter Verteidiger. Wo haben wir denn hier einen? Da haben wir überhaupt noch einen. Hier hätten wir einen, aber den kann ich nicht nehmen. Da holen wir hier Chamberlain. Machen wir hier den defensiv. Da müssten wir eigentlich noch einen haben hier. ZM. Lelena. Noch ein ZM. Da haben wir hier noch einen Milner. Noch ein ZM. Haben wir noch Kane. Oh, noch ein ZM. Da haben wir hier noch Wijnaldum oder wie der ausgesprochen wird. So, rechtes Mittelfeld. Da haben wir hier den. Offensiv. Noch offensiv. Rechts außen. Jetzt habe ich natürlich die ganzen rechts außen für die rechten Verteidiger benutzt. Na, hier haben wir nur einen. Sturm. Holen wir hier Inks. Noch ein Stürmer. Da holen wir Solanke. So. Schauen wir gerade mal hier nach den Schulnoten. Eins zurück, hier haben wir einen. Ah, hier sieht es überall fast gut aus. Alles sehr fleißig in der Schule. Ich hoffe, wie ihr auch. So, also hier ist nichts so Berauschendes. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier waren wir ja letzte Folge. So. Jetzt sagt mir hier, der aktuelle Elfmeterschütze ist nicht der beste Kandidat. Okay. Dann muss ich mal schauen hier. Wer hier überhaupt der beste Kandidat ist. Ist hier Henderson, ist es? Komisch. Oh, der hat doch eine 9. Ah ne, Quatsch, 11 Meter war es ja. Firmino ist halt nicht so dafür geeignet. Milner ist auf der Bank. Sturridge ist auch auf der Bank. Da machen wir es halt so. So, ich denke, wir können jetzt mal eins weitergehen.
Das erste Mal. So. Zack. So, hier seht ihr dann nächste, was hier so ansteht. Hier ist das nächste Spiel. Das war jetzt zu schnell. So, Saisonziele. Also die Mannschaft möchte wissen, was wir erreichen. Das sagen wir einfach mal hier. Wir werden Meister, wir werden Pokalsieger. Wir werden unser Saisonziel erreichen. Hier, ich werde dem Verein treu bleiben. Obwohl das ja natürlich nicht so toll ist. Ich glaube, ich sag was anderes hier. Wir werden im Scouting weiter verbessern. Machen wir mal. So, wenn ich fit ist und hier eine tolle Stimmung. So, gehen wir mal auf weiter. Oh, neuer Mitarbeiter. Anfrage für Freundschaftsspiel abgelehnt. Die Bayern haben abgelehnt. So ein Mist. Schade, schade. So, das zeige ich euch nachher mal. So, hier sind die E-Mails. So, Saison vorbereitet habe ich schon. So, Mitgliedsbeiträge. 937.000 Euro haben wir eingenommen. Der Verein besitzt derzeit 37.484 zahlende Mitglieder. Stark. Anfrage abgelehnt von Bayern. Echt schade. So, Geschäftsführer haben wir jetzt eingestellt und ein Marketing Manager und da gehen wir auch gleich mal hin. Aufgaben übertragen. Management PR. So, Finanzen regeln. Eintrittspreise. Kann er ein festlegen. Verhandelt mit Sponsoren, mache ich. Stellt Mitarbeitern, verlängert mit Mitarbeitern und hier. Das kann er machen. Überwacht Stadioninfrastruktur. So, Marketing. Managed Fanartikel kann er machen. Managed Fanshop kann auch er machen. So, da brauchen wir noch einen Sportdirektor, einen Bauleiter und einen Fanbeauftragter. Aber ich glaube, ich gucke mal gerade, ob ich überhaupt noch jemanden einstellen kann. Ja, gehen wir mal hier in ein anderes Land. Ah, hier. 60. Kommen wir auch mit diesen hier. Aber hier, der ist stärker. Oh, ich kann doch noch einen einstellen. Weil man muss die Büros dann vergrößern. So, hier wieder auf 2%. Bis akzeptabel ist, dann gehen wir hier auf Angebot machen. So, so, wo ist Marketing Manager? Habe ich doch. Ah, genau, Fanbeauftragter. Gibt es da nicht bessere? 62. So, ich guck mal in England, dann spricht auch wenig Englisch, obwohl das ja eigentlich die Hauptsprache ist auf der ganzen Welt, also so die, ihr wisst ja, was ich meine. So, Angebot machen, zack. Dann gehen wir hier wieder hin, privat, und machen jetzt für Segelschein lernen.
Sprechen können wir, glaube ich, mit noch keinem. Nein. So, schauen wir mal gerade. Das könnte ich euch dann jetzt noch zeigen. Gehen wir mal auf Transfermarkt schnell. Und zwar sagen wir mal, wir bräuchten offensives Mittelfeld. Alter zwischen 15 und 15 ist scheiße. Machen wir 16. Alter machen wir lieber bis 24. So, dann kann man hier nach Stärke sortieren. Oh, Isco. Mit der angeboten. Isco wäre doch auch noch was. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir gehen hier hin. Dann können wir hier auf Transfers gehen und gucken, ob er angeboten wird. Ja. Weil ich habe ja keinen richtigen offensiven Mittelfeldspieler. Gucken, was der kostet. Nicht überzeugt. Oh. Okay. Also er möchte schon mal nicht hier zu uns nach Liverpool. Dann hat er Pech. Hier haben wir noch einen aus Southampton. 22 Jahre. Sprachen kann er aber nur Französisch und Arabisch. Das ist schon mal nix. So, hier haben wir noch einen 24-Jährigen. Saponara. Der kann nur Italienisch. Das ist natürlich bitter. Ah, hier kann man auf realistische Transfers gehen. So, ist hier überhaupt jemand, wo bekannt ist? Pereira. Brasilien, Belgien. Oh, der hat gute Werte hier. Portugiesisch und Holländisch. Der hat 8 von 10 Sterne. Das ist doch. Hätte auch was. Ich mach den mal ins Blickfeld. Scouten. Ja. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich ihn hier vielleicht verpflichten soll in der nächsten Folge. Oder habt ihr andere Ideen noch? Ja, im Moment finde ich hier jetzt sonst keinen. Ich könnte dir mal später meine Scouts hier dann angucken. Ich habe die ja alle weggeschickt. So, dann Freundschaftsspiel, aha. Also die zweite Mannschaft hat jetzt ein Freundschaftsspiel und hat verloren. 1-2 gegen Mattersburg. Das ist natürlich bitter. So, hier geht's jetzt ins Trainingslager. Geistige Fähigkeiten. Körperliche Fähigkeiten. Fitness. Fitness ist natürlich sehr wichtig. Machen wir gleich 2. Jetzt haben wir noch 2 verbleibende Punkte. Ich würde gerne noch hier einmal die Taktik dazu machen und körperliche Fähigkeiten. So. Macht jetzt Autosave. So, Trainingslager beginnt heute für die erste Mannschaft. So, ich glaube, wir machen jetzt noch ein Spiel. Also das Freundschaftsspiel. Da wird die Folge halt ein bisschen länger, aber ich denke mal, das macht nichts. So. Also die Mannschaft lassen wir mal so. Jetzt gehen wir mal kurz hier nach den Nachrichten gucken. So, der Marketing-Manager ist da. Dann kann man da auch schon mal hier. Ah, ne, Quatsch. Ups. Oh, habe ich jetzt 2 eingestellt oder was?
Super. Co-Trainer, Marketing Manager. Ach, das war von vorhin, oder? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Reserve. Ja. Der Beste war hier der David Roberts. Das Trainingslager beginnt in St. Moritz. Oder gehen wir hier noch schnell wieder Golfspielen einstellen. Hier haben wir Sponsor bekommen, und zwar Banden. Ich glaube nicht, dass in England hier die Volksbank ist, aber egal. 2 Jahre, das lassen wir mal. Ich klicke immer zweimal, weil sonst geht das hier unten mit dem Pfeil nach unten, und das wollen wir ja nicht. Also die Stimmung auch. So, hier ist dann die Sponsorenpyramide. Premium-Sponsoren. Da können wir an 2 Stück. Hier sind die Nebensponsoren. 3 Stück. Und hier sind die lokalen Sponsoren. Da kann man 2, 4, 6, 7 Stück. Dann hier Namensrechte für die ganzen Tribünen. Und hier ist dann halt der Hauptsponsor. Da habe ich jetzt was vergessen. Dann machen wir mal Meet and Greet, und zwar mit Coutinho. Manchmal hilft das dann mit dem Status hier was. Jetzt gehen wir mal schnell gucken, ob wir hier nochmal mit Spielern sprechen können. Oh ja. Gucken wir mal, ob wir noch einen haben, wo neu gekommen ist. Ich gehe mal in die zweite Mannschaft. Hier ist noch einer. Er bedankt sich. Das ist doch sehr schön. Hier ist noch einer. Und jetzt habe ich es gesehen. Hier ist etwas nach da gegangen und grün geworden. Gehen wir mal weiter, weiter. Hier ist alles nix. Ich will erstmal alle begrüßen, die neu sind. Ich glaube, in der ersten war es das, oder? Ja. Jetzt gehen wir mal in die zweite. Und zwar haben wir da noch gar nichts gesprochen. Gehe ich mal hier unten hin. Zack. Hier ist keiner neu. Hier auch nicht. Also hier auch nicht. Hier ist ein neuer. Zack. Zack. Und hier ist noch einer. Gehen wir weiter. Das kann ja nicht schon alles gewesen sein. So, noch 2 Spieler. Zack. Okay. Dann können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, gib dem Training alles. Der hier auch. Ja, dann gehen wir gleich mal weiter. Hier können wir noch nicht ein Freundschaftsspiel gucken, dass die noch eins bekommen. So, ich bin zu Hause, spiele in Rot. Machen wir hier mal Blau, dass wir auch unterscheiden können, wer ist. Und zwar möchte ich wegen 3D-Spiel machen, dass man sehen kann, wie die Taktik so ist. Ansonsten, ja, sieht man das eher weniger. Match wird geladen. Müsste gleich losgehen, ja. Es tut sich was. Jetzt. So, hier sieht man die Aufstellung von uns.
Hier die Aufstellung von Grasshoppers Zürich. Ich tue jetzt mal hier schneller stellen. So, wir haben sehr viele. Im Moment sehr viel Ballbesitz, aber wir sind ja auch erst in der sechsten Minute. Gehen wir gleich weiter. Extremst gefault hier. Ja, los jetzt. Oh, stark gehalten von Karius. Die erste Ecke für Zürich. Moment ist Zürich hier ziemlich am Ball. Oh. Oh, statt es gäbe Freistoß. Merkwürdig. So, über die Außen, Mané. Schon wieder faul. Ich finde, das Spiel ist ziemlich ausgeglichen. Aber meine Taktik sieht man ja erst nach ein paar Spielen. Und da ist das 1:0 für Zürich. Durch Bergström. Ja, da kann Karius nichts mehr machen. So, jetzt müssen wir schnell den Ausgleich finden und jawohl. Salah macht das 1:1 in der 29. Minute. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder den Ausgleich und müssen nicht hinterher rennen. Oh, ja. Abstoß. Über außen, Salah, Firmino. Ah, Firmino. Salah, Firmino, Firmino. Mané, Mané, Mané läuft und jawohl. Mané macht das 2:1 in der 39. Minute. Sehr schön. Als Firmino gefällt mir im Moment noch nicht so. Salah, Salah. Ach, schade. Wieder Salah am Ball. Und Halbzeit. So, hier sehen wir dann die Statistik. Schüsse 3:4. Schüsse aufs Tor 3:2, Ballbesitz 51% haben wir. Pässe 36 zu 30, erfolgreiche Pässe 63 zu 80, Ecken 0 zu 2, Fouls 3 zu 3, also das ausgeglichen und abseits gar nichts. So, der hier hat schon gelb. Dann machen wir den mal raus. Karius mache ich auch mal raus. Ich tue jetzt komplett hier mal wechseln. So, Milner. Machen wir in die Offensive. Links außen Woodburn, den ich gerne im FIFA 18 spiele. Rechts außen und Sturm.
So, Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. So, zack. So, hier dann. Hier kann man nochmal so massagen, kritisieren, motivieren oder loben. Aber ich mache das mit dem Assistent. Und es geht weiter. So, jetzt dauert das ein bisschen hier. So viel auswechselt. Und es geht in die zweite Halbzeit. Oh. War aber kein Foul, okay. Chamberlain. Ah. Geh doch. Oh. Ich gehe ja. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Weiter geht's. Babo. So, Freistoß. Schnapp ihn dir. Jawohl. Hole dir. Ja, mit den Auswechselspielern, da klappt jetzt noch nicht so. Boah, spielen die hier Ping-Pong oder was? Oh, oh, oh. Beinahe der Ausgleich. So, Milner, Henderson, Chamberlain. Bergström über links. Alter. Die faulen ja wie. Was weiß ich. So, noch 17 Minuten. Ja, 3-1. Chamberlain macht das 3-1 in der 75. Minute. Dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr verlieren, aber man weiß ja nie. Knowles hält ihn ganz leicht. John. Also es sieht schon mal ganz gut aus mit der Taktik. Aber ja, da müssen noch ein paar Spiele her, dass das hier alles passt. So, noch 6 Spielminuten. Noch 5. Sturridge. So, Backström ist raus, der Torschütze. Oh, gelb für Woodburn. Oh nein. Aber das Spiel ist ja gleich gegessen. 3 Minuten Nachspielzeit. Über außen, jawohl. Machen die noch ein Tor oder war es das für die? Und da ist der Abpfiff. So haben wir das erste Spiel 3-1 gewonnen. Wunderbar. So, hier könnt ihr nochmal die Statistik sehen. Hier, wer die Tor geschossen hat. So, da gehen wir mal aus dem Spiel hier raus. So, hier seht ihr nochmal die ganzen Statistiken, alles. Meine Ansprachen waren alle in Ordnung. Das ist gut. Da gehen wir noch einmal in mein Büro. So, ein Augenblick. Sturridge wird einen Tag ausfallen wegen Wadenprellung.
Ja, hier sieht man die E-Mails, wie gesagt. Hier kann man das Training sehen. Hier, oh, die Fans, die dürfen natürlich zuschauen. Ihr Status hier, alles grün noch. Nächstes Spiel ist gegen Basel. Oh, okay. Sturridge wieder fit. Privater Investor schießt nach. Oh, bekommen noch mal Geld. Die E-Mails werden wir jetzt noch mal schnell gucken und dann war's das für diese Folge. Ist schon viel zu lang. So, jetzt gehen wir schnell noch hier gucken. Scout-Bericht. Hat allerdings nur zwei Spieler beobachten können. Okay. Neun Spieler. Neuer Mitarbeiter, Bauleiter. Das machen wir in der nächsten Folge. Neuer Mitarbeiter, Fanbeauftragter. Ein privater Investor. Weitere 32,55 Millionen. Dirge ist wieder fit. Sehr schön. Meet and greet, ja. Ja, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier geht's in der nächsten Folge weiter. Und bis dann. Ciao.